dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock, fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen das... Festhalten!
alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Und damit sage ich, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You, heute mit dem lang ersehnten Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Guckt mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr den Einladungslink zu meinem Discord-Server. Und wir legen wie immer direkt los. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Okay, und damit sind wir im Spiel und können uns jetzt frei bewegen. Ich muss sagen, sieht schon hervorragend aus. Meine Güte. Und was ein Auftakt. Leute, Leute, Leute. Ich freue mich riesig, das Game zu zocken. Ich habe mir extra die Digital Deluxe Version für euch noch runtergeladen, für die drei Tage vorab zu gehen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe diesen Schlüssel nur gebracht. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruine. Der Hauptschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Hauptschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Alles klar, dann lasst uns mal nach einem Pfad suchen. Schön auf. Auftrag gestartet. Der Weg nach Hogwarts. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und... ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ja, und was auch zählt, ist natürlich ist das Aussehen. Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Okay, und ich habe uns extra so ein bisschen eisblaue Augen und eisblaue Haare gemacht. Sieht nämlich richtig cool aus. So. Zack. Ah, okay. Ah, okay, mit nicht halten, sondern antippen. Können wir dann sozusagen schießen. Mit der Kamera zielen wir. Alles klar. Nice. Holpriger als erwartet. Okay, cool. Es verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Nice. Avada Kedavra.
Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Ah, da oben. So, komm mal hoch da. Da drüben geht's auch noch weiter. Ich frage mich natürlich, was es hier noch für Loot gibt. Cool. Ah, siehst du? 48 Gold. Nehmen wir natürlich mit. Immer mal ein bisschen auf Kurs unterwegs zu sein. Das ist es nämlich. Oh, es sieht schon verdammt gut aus hier. Sieht verdammt gut aus. Das ist mal ein ziemlich geiler Zauber gewesen, Professor. Reparo. Was geschafft? Mega. Mega geil. Oh, das, ich habe richtig Bock. Das Spiel, das macht jetzt schon richtig Laune. Hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Okay, die Minikarte zeigt deine Umgebung an, die mit dir in der Mitte markiert ist. Alles klar. Hey, das macht Spaß. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Okay, erkunde die Ruine. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Ah, mega. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Pilz! Gehen wir da mal durch, oder? Cool. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Na dann, mal rein da. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Geil. Ich glaube, das Spiel wird uns ganz viele so coole Zaubereien und so verschlüsselte Rätsel und aber auch natürlich Magie bieten. Also wirklich zauberhafte Momente. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau.
Schlüssel? Hm? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Und dieses Licht- und Schattenspiel ist der Hammer. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter den Hauptfeuern. Diese Verlies sind am 19. Sind die Warte eingängig, die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beine könnte solch einen Dienst beanspruchen. Ach, ist das cool gemacht. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, ich sehe. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein Liebesgebiet noch vor uns. Mega, auch, also dieses Licht- und Schattenspiel, ich liebe das ja sowas. Also das ist ja wirklich der Hammer hier. Und richtig cool gemacht auch mit dieser Achterbahnfahrt. Geil. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Und ich muss sagen, wir sehen schon verdammt gut aus. Ich hätte ja ganz gerne pinke Haare gehabt. Dass der Kobolddruck hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meine? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Leute, sieht das gut aus. Heilige Nille. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Okay. Was da wohl dahinter sein mag, hä? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann mal hereinspaziert. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Okay. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Ja, ich sehe da hinten schon was schimmern. Vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay. Also, halte deinen Zauberstab mit L fest und führe ihn entlang des Pfades. Okay.
entspannt. Revelio! Revelio! Da! Da war etwas! Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Okay. Eine Tür. Nice. Ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Alles klar, gehen wir mal vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Okay. Dann wollen wir doch mal schön bei dir in der Nähe bleiben, Digga. Da vorne ist etwas. Was ist cool. Es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Wasser. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geil. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber... Das sieht aber auch gar nichts. Darf ja nicht wahr sein. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, Lumos, let's go. Zack. 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 Nice. So, du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch dem Zauberset hinzugefügt wurde. Halte R2 gedrückt und tippe dann auf Dreieck. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Mega. Oh mein Gott, wie geil. Superheldenlandung. Müssen wir jetzt kämpfen? Okay, Dreieck ist Parry. Holy shit. Drei weitere Angriffe mit Dreieck abwehren. Okay. Okay. Dann zerstören wir jetzt die Statuen. Nice. Hahaha, ist das schon geil gemacht. Kommen Sie! Lumos! Wo ist er denn jetzt hin? Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Schätz mal, dass uns die kleinen Lichter hier irgendwie den richtigen Weg zeigen. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Siehst du? Dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Geil. So, und diesmal muss ich es wohl alleine machen. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Zack. Der steht schon mal. Der steht auch schon mal. Gibt's noch einen? Ja. Einen gibt's noch.
muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Okay, das mache ich doch. Aktiviere die Statuen. Vielleicht muss jede... Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Okay. Weil zu Risiko. Oh shit. Da kann sie also schnell bewegen. Aber das ist relativ easy. Cool. Halte Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stubor-Konter zu betäuben. Okay. Probieren wir es mal aus. Ah, cool, okay. Also Parry im richtigen Moment. Bringt mir auch noch den Stubor. Zack. Betäubungszauber. Ah, verdammt. Das ist richtig cool gemacht. Aber damit kaufe ich mir richtig viel Zeit. Und kann die natürlich dann platt machen. Entspannt. Lubos. Mega. Mega, mega cool. Ja, meine Lieben, was ein nices Intro. Und was hinter diesem Tor ist, werden wir tatsächlich in der nächsten Folge herausfinden. Also, lass mir gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Und danke für die Unterstützung. Bis dann. Tschüss.